meine Hübschen, wie ihr oben gelesen habt, ist das aufgebrauchte Video wieder für euch fällig. Und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und zwar, ich greife jetzt einfach mal wild rein. Genau, das erste Teilchen, das habt ihr auch schon oft bei mir gesehen. Ich liebe diese Linsen-Protein-Chips, die bekommt ihr im DM. Habe ich mir schon oft nachgekauft, kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Was ich euch auch empfehlen wollte, und zwar die Gläser, wo ich mir im Action mitgenommen habe. Die sind wirklich toll, das wollte ich euch nochmal sagen. Dann, ja, was auch voll lecker war, ist das hier. Und zwar dieses Getränk habe ich mir vom Baku mitgenommen. Hat mein Freund mir mitgegeben. Das schmeckt wirklich lecker. Ist halt sehr süß, aber ich mag es trotzdem total gerne. Und habe halt immer mal so ein bisschen getrunken. Und jetzt ist es leer. Ja, und kann es leider nicht nachkaufen. Also so sieht es aus. Das schmeckt wirklich lecker. Dann sind so Duftsprüher wieder leer gegangen. Der hier, mein Glöckchen, ist leer gegangen. Da wird noch einige, glaube ich, mehr rauskommen. Dann ist meine liebste Mundspülung leer gegangen, die vom Lidl. Ja, habe ich jetzt aktuell nicht da. Ich habe mir jetzt mal eine im Netto mitgenommen, finde ich aber nicht so gut. Ich muss mir die wieder nachholen. Dann habe ich ja brutalst Haarausfall aufgrund meiner Magen-OP gehabt. Und ja, seitdem ich das hier nehme, wird es besser. Kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist dieses Kieselerde-Calcium-Kapseln plus Vitamin C von St. Bernhard. Ja, die haben ganz tolle Produkte, kann ich euch absolut empfehlen. Dann sind meine liebsten Abschminktücher leer gegangen, die hatte ich jetzt im Baku dabei. Dann ist ein super guter Weichspüler leer gegangen, und zwar der von Venel. Fresh Control in Fresh Breeze. Oh, ich liebe den Duft, Leute, das riecht so lecker. Ja, also muss ich mir auf jeden Fall wieder nachholen, mag ich super gerne, riecht auch auf der Wäsche super toll. Was ich hingegen überhaupt nicht so toll fand, ist das hier vom Action. Das hat irgendwie jeder gehypt. Ich fand es nicht so toll. Das so Abspülzeug in Orange und Jasmin. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Hat mir nicht zugesagt. Dann ist leer gegangen die Aqua Hyaluron Spülung von Balea. Würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen. Shampoo habe ich jetzt gerade oben noch in Verwendung. Auch das fand ich nicht besonders toll. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Deswegen, ja, würde ich es jetzt euch auch nicht empfehlen. Was ich hingegen aber super gut fand, ist diese Dusche hier, dieses Duschgel, und zwar von Balea, das Tropical Vibes. Erfrischender Duft nach Wassermelone. Ich liebe Wassermelone und das würde ich mir definitiv nachkaufen. Was ich auch super gut fand, sind diese Ramen-Nudeln, Nudelicious. Die habe ich mir im China-Laden mitgenommen, wollte ich alternativ probieren, so diesen Standard Carbonara, Käse etc. Und fand ich auch gut. Kann ich euch empfehlen, ist nicht ganz so brillenscharf. Also kann ich empfehlen. Was ich nicht so toll fand, war dieses Waschmittel von Denkmit. Ein Vollwaschmittel mit Apfelblüte und Aloe Duft für weiße Wäsche. Würde ich nicht nachkaufen. Hat mir überhaupt nicht gefallen, der Duft. Dann geht es weiter mit einem Parfüm, was mir mein Freund im Baku gekauft hat. Ich liebe es, deswegen wollte ich es euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo bekommt. Sweet and Hot heißt es. Ich liebe das. Ich liebe das. Ganz, ganz toll. Danke, schaut sie, das riecht so gut. Ja, liebe ich total. Dann sind wieder Riegel leer gegangen, und zwar die von DM. Diese Variante war ganz gut, aber das hier ist meine liebste. Die habt ihr schon oft bei mir gesehen. Das ist einfach die allerbeste. Dann der weiße Riegel schmeckt auch super lecker. Kann ich euch auch empfehlen. Dann ist hier diese Dusche leer gegangen, Secret Berries. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch gibt. Es ist noch so eine vom Winter. Fand ich super gut. Kann ich empfehlen auf jeden Fall. Den Duft gemocht. Was ich hingegen überhaupt nicht abhaben konnte, waren diese Low-Carb-Spaghetti von Nu3. Die wollte ich probieren und boah, die schmecken gar nicht. Musste ich leider wegwerfen, konnte ich nicht essen. Also die haben mir echt überhaupt nicht geschmeckt. Was hingegen auch ganz toll war von Larisse, das sind ja so Dupe-Parfüms. Und ich hatte hier die Nummer 118. Ich weiß bloß nicht mehr genau, was das für ein Parfüm war. Aber es hat super gut gerochen, also kann ich euch absolut empfehlen. Dann geht es weiter mit einem weiteren Proteinriegel. Da hatte ich hier einen in Double Chocolate Cookie. Der war auch nicht so schlecht, war mir aber fast zu schokoladig. Dann hatte ich hier zum Putzen noch ein Ultra Stark. Damit habe ich den Backofen sauber gemacht. War okay. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier einmal so einen Farbspüler. Ja, die mag ich ganz gerne, wenn die ist wasserfarbig
Dessert bin. Dann hatte ich hier in Baku einen Riegel dabei. Und zwar, das war einer, dieser hier. Den habe ich mir im Lidl mitgenommen. Blueberry, ja, war okay. Würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. War nicht meine Geschmacksrichtung. Ja, was zum Beispiel super gut war, wo mein Freund auch aufgegessen hat, waren diese Dinkel-Rübli-Kekse. Gibt es aktuell, habe ich noch gesehen. Kann ich euch empfehlen, die sind lecker. Was ich auch immer wieder nachkaufe, hinten sind diese Pflaumen. Die sind super lecker und gesund. Muss ich mir jetzt auch mal wieder nachkaufen. Dann habe ich das mir im Action mitgenommen. Habt ihr gesehen, Leute, das hat so gut gerochen. Irgendwie war ich so ein bisschen auf Erkältungsbad eingestellt. Und es hat so schön sauber und frisch gerochen. Ganz, ganz, ganz toll. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Seht ihr mich noch? Ja, jetzt hat sich gerade mein Handy hier abgedingst. Ich bin ein bisschen beeilen, weil ich bin schon fast leer. Dann hatte ich hier eine Cremedusche. Es war auch eine aus der Winter Edition. Durfte nach Mandeln und sanften Bombeblüten. War okay, aber war jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsvariante. Da habe ich mir im Action diesen Tropical Mix mitgenommen. War ganz lecker, würde ich mir jetzt aber auch nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich mir hier diesen Honig-Lippenbalsam oder dieses Lippenöl bestellt bei AliExpress. Super gut, kann ich euch empfehlen. Es riecht, schmeckt richtig intensiv nach Honig. Das finde ich ganz, ganz toll. Dann hatte ich hier nochmal ein Fußgel. Kann ich euch nicht empfehlen. Das hat einfach nur Riesensauerei gemacht und ja. Ich bin froh, dass es leer ist, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, weil das war eh diese Pfirsich-Edition, gibt es so eh nicht mehr. Dann habe ich mir heute diese Tex-Mex Bratlinge gemacht, habe ich mir Burger draus gemacht, also einen Burger. Genau, das war lecker, kann ich euch empfehlen. Ich habe es noch mit Mais gepimpt. Ja, war okay, würde ich mir jetzt aber nicht nochmal nachkaufen. Und aktuell im Gebrauch habe ich dieses Lippenöl. Und zwar diese blaue Variante in Blueberry. Kann ich absolut empfehlen. Mag ich super gerne. Ist echt ganz, ganz, ganz toll. Ja, das war schon gewesen, meine Lieben. Diesmal war es nicht so ein großes Aufgebraucht-Video. Aber ich wollte die ganzen Plastiksachen noch weggeben. Genau. Und ja, welches Produkt hat euch am meisten interessiert? Würde mich mal ganz interessieren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ich habe euch lieb. Ciao.